Ach, das Meer, wie schön. Im letzten Part waren wir im 7-Sterne-Restaurant, haben da auch gut gekämpft. Salat und Suppe haben sich entwickelt. Die passen für ein Restaurant. Und jetzt geht's weiter. Auf dieser schönen Route am Meer gegen eine, ja, Planscherin mit einem Azumarill. Okay, das ist gefährlich. Da habe ich halt wirklich nichts wirklich Gutes gegen. Ich meine, ich kann es versuchen. Ich gehe mal auf Reflektor. Das Azumarill hat ja auch nichts gegen mich. Das hat auch keinen guten Angriffswert. Oder, ja, es kann meine Verteidigung nicht so gut durchbrechen. Und ich habe Energieball. Auch wenn es sich jetzt immer mit seinem blöden Wasserring ein bisschen heilt. Der Energieball macht Hälfte. Das heißt, ich brauche 3 Attacken. Dank, ja, dem Wasserring. Wie viel macht das denn? Das macht gut Schaden dafür, dass, ja, wir einen Reflektor aufgestellt haben. Es reicht doch. Nice. Gut gemacht, Salat. Dann gönn dir mal die Erfahrungspunkte. 1212. Und wir dürfen nicht vergessen, Salat ist hier ein Pflanzenfeen-Pokémon. Das heißt, vierfache Giftschwäche. Außerdem eine Stahlschwäche. Aber dafür eben auch, ja, Käferneutral. Und kampfresistiert. Und unlichtresistiert. Also schon in Ordnung. Gastrodon. Ehrlich gesagt, jetzt zu wechseln wäre ziemlich blöd. Ich bleib drin. Wir sind auch schneller als Gastrodon. Ich mag das blaue Gastrodon. Und mir ist aufgefallen, ich habe jetzt in Schwert und Schild einige Kämpfe gemacht und da habe ich auch immer ein Gastrodon dabei. Gastrodon hat ein drittes Auge. Es hat einfach 3 Augen. Man sieht es hier auf dem Sprite nicht so gut, aber in Schwert und Schild sieht man es einfach perfekt. Ugh. Naja, ist egal. Level 33 für Salat. Okay, ja. Jared ist auch besiegt. War in Ordnung. Gehen wir weiter. So, ein Angler. Okay. Der aber nicht angeln möchte. Nicht kämpfen möchte. Na gut. Aber einer von euch will kämpfen. Ja, beide wahrscheinlich sogar. Surfen können wir ja noch nicht. Das kommt, glaube ich, erst nach der nächsten Arena. Wir könnten zwar fliegen, aber ich will gerade nirgendwo hinfliegen. Kenneth hat ein Kanivania. So heißt das Pokémon. Und das ist doppelt ideal, weil ich hier auch mit einer Feenattacke angreifen kann und mich dadurch ein bisschen regeneriere. Und vielleicht reicht es ja sogar. Ja, es reicht. Perfekt. Ja, ein bisschen regenerieren ist auch ein bisschen untertrieben. So, aber nur 600 Erfahrungspunkte. Gut, nach Azumarill und Gastrodon sollte ich vielleicht auch nicht so geizig sein. Energieball. Mir gefällt Megani in dem Spiel richtig gut, weil es einfach eine Fee ist. Ich mag ansonsten die Johto-Starter nicht so sehr, weil es sind alles Monotypen. Und Monotypen sind meistens halt nicht so toll. Oder man verliert, ja, wenn man die Wahl hat zwischen einem Monotyp und einem Dualtyp, dann nimmt man eigentlich den Dualtyp. Deswegen, ja. Aber hier, Impagator Dualtyp, Megani Dualtyp, sehr gut. Was mit Tornupto ist, keine Ahnung. Das waren jetzt eher kleine Fische. Was mit dir? Ah, du willst gar nicht. Palossand, das gibt's hier nicht in Sinnoh. Was hat er denn für ein Problem? Er kommt auf jeden Fall aus, ja, Alola. Würde ich mal so vermuten. Das Footprint House, okay. Dann lassen wir unser Megane mal hier Fußabdruck lesen. Okay. Jetzt weiß ich, was mein Megane von mir denkt. Na gut. Ich meine, es ist noch nicht so lange im Team. Was es denkt, ist mir eigentlich gerade noch nicht so wichtig.
Noch bin ich noch nicht so, ja, dicke mit Megan hier. Anders als zum Beispiel Dodongo oder auch Gisperta. Gisperta ist mir richtig ans Herz gewachsen, weil sie einfach richtig reinhaut. Enekoro. Okay. Ich glaube, ich habe schon mal gefragt, ob Enekoro hier eine Fee ist. Und ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war keine Fee, aber ich gehe nicht zu Goldexia. Es ist mir trotzdem zu gefährlich. Ich gehe zu Gisperta, weil Gisperta einfach physisch alles aushalten kann, was kommt. Und bei Fake Out hätten wir sowieso keine Runde gehabt, deswegen ist der Wechsel auch keine Verschwendung gewesen. Ja, dann würde ich sagen, hau ich erstmal ein Erdbeben raus. Ah, wobei ich hätte Cross Poison machen können, dann hätte ich auch gewusst, ob es eine Fee ist. Mal wieder. Aber ich glaube, es ist keine Fee. Und es überlebt kein Erdbeben. Ja, Meganias Werte sind nicht so geil. Schon wieder Snubbelikat. Da hau ich mal schnell ab und gucke, was es einsetzt. Hypnose, okay. Ah, es überlebt. Okay. Power Jam ist nicht so schlimm. Greift halt speziell an, aber das halten wir auch aus. Ist nicht sehr effektiv, also alles in Ordnung. Kreuzschere. So, Cindy ist besiegt. Aber Gisbert hat schon ein bisschen kassieren müssen. So, hier haben wir Team 41 Torment. Das ist halt auch nicht so wirklich das Wahre für mich. Ey, kämpf gegen mich. Ja, da komme ich noch nicht hoch. In der Seite noch was? Einfach ein Durchgang, oder? Nee, hier ist ein Honigbaum. TM05, Brüller, na gut. Ich könnte den Honigbaum benutzen, aber ich möchte jetzt eigentlich... Ich weiß halt nicht, was in den Honigbäumen ist, aber so ein Scaraborn wäre halt schon ein gutes Teammitglied. Oder ich gönne mir jetzt einfach hier irgendwas. Ich glaube, das mache ich auch eher. Denn das ist eine neue Route, daher auch ein neuer Encounter. Und zwar ein Pilipper. Okay. Frage ist natürlich, wie ich das schwäche. Ohne selbst hier... Na, es hat das auch noch... Niesel als Fähigkeit. Das ist ein bisschen problematisch, aber nicht allzu viel. Ich gehe auf Goldexia. Ich weiß halt nicht, ob dieses Ding Orkan als Attacke kann. Ich weiß auch gar nicht, ob es Orkan in dieser Edition schon gibt. Aber wenn es Orkan kann, ist Megani in Gefahr. Deswegen musste ich wechseln. Goldexia hält Flugattacken aus. Aber das Problem sind jetzt die Wasserattacken. Die sind durch Niesel echt stark. Und wo wir schon von Niesel reden, ich überlege die ganze Zeit, ob ich einem in meinem Team Sonnentag geben soll für die Arena. Weil mit Sonnentag schwäche ich alle Wasserattacken ab. Und das wird mir schon einen guten Vorteil geben. So, Quick Attack. Aber wenn es roosten kann, habe ich echt ein Problem. Da komme ich nicht durch. Und durch den Regen, ja, Feuerzahn kann ich auch vergessen. Ich meine, ich kann einfach Bälle werfen. Das geht immer. Ja, das will mich nicht angreifen. Gut, muss es nicht. Ich werfe einfach Bälle, bis es drin bleibt. Ich habe ja einige. Und Pilipper wäre eigentlich auch ein ganz gutes Pokémon fürs Team. Ah, ich glaube, der wird nicht wirken. Ich habe auch nur noch 10 Ultrabälle, also Hyperbälle. Und Pilipper ist auch nicht so einfach zu fangen. Aber dieses hier schon. Okay. Für Pilipper habe ich schon den perfekten Namen. In Anlehnung an Mystery Dungeon. Ist es natürlich DHL. So, okay. Hier oben sind Beeren. Was haben wir denn hier? Agwaf Berry. Dann haben wir hier noch die Beeren gegen Feuer, deren Namen ich öfter mal vergesse.
Und hier noch eine Japa-Beere. Oder Japapa-Beere. Von Papaya. Gut, und dann sind wir auch schon in der Stadt, oder? Ich habe in diesen Grenzhäusern immer richtig Angst. Ach hier, es ist Battlefront hier. Ja. Seitdem ich Herr Baro angegriffen hat, und ich meine wirklich angegriffen, er hat mich wirklich angegriffen aus dem Hinterhalt, dieser blöde Top-4-Käfer-Typ, habe ich echt in diesen Grenzhäusern mega, mega Schiss. So, Pastoria City. Deutschen Namen kenne ich gerade nicht. Ja, wirklich. So, hier ist der Great Marsh, die Safari-Zone. Und hier kann ich ein Bild von mir machen lassen als Glee-Bunkel. Cool. Einige Trainer halten ihre Pokémon von Entwickeln ab. Sie warten, bis die Pokémon auf einem bestimmten Level Attacken lernen. Mhm. Ja, ist manchmal ganz sinnvoll. Und hier kriege ich eine Chimchar-Maske. Also eine Panflammaske, okay. Dann haben wir hier noch ein Häuschen. Ja, Pastoria City ist irgendwie ein komisches Städtchen. Alles sehr weit auseinander, alles sehr grün, alles so ein bisschen matschig. Okay, er ist nicht mit meinem Pokémon zufrieden, schade. Ich hätte gerne einen Schal bekommen. Vor allem einen Walschal, aber wenn ich nicht würdig bin, dann ist das eben so. Hab ich mit dir geredet? Ah ja. Du bist die mit der Entwicklung. Okay, dann habe ich mit dir geredet. So. Pokémon Center. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was mit dir? Bist du besonders? Ja, du bist... Oh, sie sagt Memento. Setz die Memento Mori ein. Ich werde gegen sie kämpfen, ja, aber ich habe Angst. In der Safari-Zone haben wir auch nur einen Encounter, deswegen weiß ich gar nicht, ob es sich lohnt, die Safari-Zone groß zu machen. Wahrscheinlich liegen da Items rum, aber ja. Der Encounter in der Safari-Zone wird auch sehr gefährlich, denn wer weiß, ob man so ein Pokémon auch einfach fängt. Naja, jetzt erstmal hier der Kampf gegen dieses Idol, Grace, mit einem Pummeluff? Level 30? Ich meine, für mich ist das genau richtig. Ich beschwere mich nicht. Ich wundere mich nur. Ja, macht eine Mondgewalt, aber das halte ich schon aus. Okay. Und dann kommt Pipi, das Gegenstück zu Pummeluff. Und auch ein bisschen stärker. Spezialverteidigung sinkt und es setzt Cosmic Power ein. Damit steigt seine Spezialverteidigung und seine Verteidigung wieder. Aber ja, die Attacke reicht dann trotzdem. Der nächste Energieball erledigt das hier. Sehr gut. Okay, Grace ist besiegt. Ich verstehe nicht so wirklich, was jetzt der Sinn dieses Kampfes war, aber ist in Ordnung. Dann würde ich sagen... Schauen wir jetzt erstmal in Pastoria genauer um, bevor wir dann wirklich in die Safari-Zone gehen. Die Arena mache ich jetzt noch nicht, keine Frage. Die spare ich mir auf. Sie hat eine Geschichte zu erzählen. Wie du an meiner Kleidung und an meinem Verhalten sehen kannst, komme ich aus einem wohlhabenden Hintergrund. Ich war so glücklich, oder ich hatte so viel Glück, in eine Familie mit sehr viel Vermögen hineingeboren zu werden. Und habe sehr viele Erfahrungen machen dürfen.
Als junges Mädchen habe ich eine Sache sehr genossen, und zwar Surfing. Ich hatte einen Lapras von meinem Vater bekommen und wir konnten uns die See anschauen, wie wir wollten. Es gibt kein trauriges Ende zu dieser Geschichte, aber in meinem Alter kann ich sowas nicht mehr machen. Aber Lapras liebt es weiterhin, Leute über das Meer zu tragen. Und das ist genau mein Punkt, warum ich dir diese Geschichte erzähle. Kann ich dir meinen Lapras anvertrauen? Ja, aber ich habe keinen Platz. Aber gerne. Das Lapras nehmen wir auf jeden Fall mit. Das möchte ich auf jeden Fall haben. So. Ja, den Arena-Leiter haben wir ja schon getroffen. Den Schleierder kam ja aus der Arena raus. Hat wohl mit Hilda vorher noch gesprochen. Naja. Und bei dem habe ich das Gefühl, er hat irgendwie nur Wasserboden-Pokémon. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt einfach zwei Pflanzenattacken haben. Von Meganie und von Simsala. Und außerdem haben wir ja noch Goldexia für sowas wie Wasserflug. Und wenn er dann noch einen Kapaloris hat, dann habe ich ein Problem. Denn gegen Kapaloris habe ich, ja, nicht so wirklich. Klar, ich habe Käferattacken, ich habe Giftattacken, ich habe Flugattacken. Aber das kommt alles von Gesperta und die überlebt einfach keine Wasserattacke. Vor allem, wenn der Regen fällt, was ich ja irgendwie befürchte. So, er redet schon von Surfer. Ah, der Move Maniac, der Move Tutor. Und er will auch keine Herzschuppe. So, kannst du meinem Meganie was beibringen? Ah, ja, Leafsturm. Ah, Earth Power. Ah, Meganie hat schon so gute Attacken. Ah, das ist ja aber gar nicht so schlecht. Grasflöte, ja. Wobei Petal Dance ist blöd, aber was ist denn. Leafstorm ist halt auch nicht gut, weil das mein Spezialangriffswert drastisch senkt und das möchte ich dann nicht. Okay, hast du irgendwas für meine anderen Pokémon? Bei Goldexia glaube ich nicht. Oh, wobei Superpower. Aber bei Goldexia ist auch die Frage, was ich wegmache. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich lieber Eisfang haben möchte. Als Feuerfang. Firefang. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und vielleicht kommt irgendwann noch Superpower drauf. Ich muss mal schauen. Aber ich will auf jeden Fall Ruckzucki behalten. Dann brauche ich eben zwei Step-Attacken, dann bleibt einfach nur Feuerzahn oder Eiszahn oder Superpower übrig. So beim. Ja, hier haben wir Air Slash. Und Aurasphäre. Es ist halt. Auch Heatwave. Es gibt halt gute Möglichkeiten. Und jetzt, wo ich auch ein Psycho-Pokémon habe, würde ich fast sagen, ich brauche den Extrasensor nicht mehr auf Togekiss und wird dann vielleicht sogar auf Air Slash gehen, vor allem jetzt in der Arena. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Draining Kiss behalten möchte. Ich glaube eher nicht, weil ich ja Mondgewalt habe, aber es ist zum Heilen immer so gut. Nur wenn ich dafür stattdessen noch eine andere Attacke drin haben könnte, wäre das schon, ja, nicht schlecht. So, was haben wir bei Dodongo für Möglichkeiten? Wahrscheinlich nicht so viel. Drachenklaue, ja. Shadowclaw, ja. Wing Attack, ja. Aber wir brauchen einfach was Spezielles. Und da gibt es gerade nicht so viel. Nee, ist in Ordnung. Mit Dodongo bin ich auch voll zufrieden. Bei Gesperta bin ich auch ganz zufrieden. Ich gucke trotzdem mal rein. Ah, ja, die Zähne. Poison Jab. Naja, wir haben Cross Poison. Perry Cutter Knockoff hätte ich eigentlich ganz gerne wieder drin, aber
lohnt sich jetzt auch nicht. Ja, und U-Turn ist halt auch so eine Sache. Naja. Und dann haben wir noch Suppe, aber da ist, glaube ich, nicht so viel. Das ist schon sehr viel, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, das brauchen wir. Nee. Okay, aber es hat sich gelohnt. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was am Team ändern können. Und ich glaube, zum Besseren. Ist ja auch mal ganz wichtig. Ja, bei der Pokémon Villa waren wir schon. Kann ich hier mal kurz einkaufen. Was hast du? Quickball, okay. Die nehme ich auf jeden Fall mit und dann brauche ich noch ein paar Hyperbälle. Achso, du hast keine Hyperbälle, weil es die nur bisher im Einkaufszentrum gibt. Alles klar, weiß ich Bescheid. Hat er denn... Ne, er hat auch keine Full Heals. Keine Hyper... ja doch, Hyperheiler. Schade. Dann lohnt es sich hier nicht so wirklich einzukaufen. Aber ich kann ja jederzeit zum Einkaufszentrum fliegen. Ich habe keinen bös aussehenden Fisch. Tut mir leid, Junge. Ist hier irgendwas? Nicht so aus. Schade. Können wir sofort weitergehen? Tatsache. Gut, hier ist noch ein Häuschen. Und sie gibt mir eine Beere, eine Habanbeere, okay. Und sie gibt mir jeden Tag eine Beere. Okay, das lohnt sich. Na gut, aber jetzt... Ist hier was? Nein. Jetzt gehen wir in die Safari-Zone. Falls das schon geht, ich weiß nicht, ob man da vielleicht noch irgendwas für machen muss. Es scheint zu gehen. Immer noch den Ausguck. So, was gibt's denn hier für Pokémon? Schauen wir mal. Haha, Bidifas. Ich habe ein Bidifas. Also wenn das käme, dann könnte ich das auf jeden Fall ja, auswechseln. Owei, Tangela. Tangela habe ich auch. Oh, Toxiquark, das wäre gut. Bidifas. Ja. Das ist halt alles ein Sumpf hier in der Safari-Zone. Morlord. Propius. Libunkel, ja, hätte ich auch gerne. Oh, Pionskore hätte ich auch gerne. Aha. Aber ich kriege wahrscheinlich irgendwie ein Taubsi oder so. Tropius. Schluckweg ist in Ordnung. Janma ist auch in Ordnung. Kangama, mhm. Ja, wir werden sehen, was wir jetzt gleich kriegen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, was Gutes. Ich soll 5 oder mehr Pokémon fangen und dann kriege ich eine TM. Ich meine, dann machen wir das, aber wir dürfen natürlich nur das erste Pokémon behalten, das wir fangen. Okay, Safari-Zone. Er gibt mir mal ein rotes Teil, okay. So, ja, oh, ich will jetzt hier keinen Encounter haben. Ich will mich ein bisschen weiter umschauen. Na, da ist aber nichts. Ach, ich hasse das Ding hier. Ich meine, man sieht ja, wo man hingehen kann. Und da ist mein Encounter. Na super. Was ist das denn? Owei. Na gut. Wir müssen es auch fangen. Das ist die Gefahr hier, dass es einfach abhaut. Und da ist mein Encounter dahin.
Nice. Ja, Safari-Zone in Nuzlocke-Challenges. Nicht so toll. Aber gut, ich will auch diese Challenge mit den 5 Pokémon machen, damit wir den TM kriegen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es wird wahrscheinlich sinnvoll sein, die zu bekommen. Ja, da hätten wir jetzt das Owei gehabt. Das nenne ich jetzt einfach mal X, damit wir wissen, dass das nicht behalten werden darf. Oder aus einem Item. Ja, hier sind sehr viele Items, ich muss die alle holen. Ich brauche die alle. Schon wieder Owei. Hat sie gesagt, 5 unterschiedliche Pokémon? Ich weiß es nicht. Pokéball. Nice. Werden wir sicherlich irgendwann brauchen. Dieses gute Item. Da kommt jetzt mal was. Es kommt ein Morlord. Okay, Morlord bleibt. Ich kann auch Köder werfen oder Steine. Aber ich bin da nicht so der Freund von. Durch den Köder bleibt das. Also, der Köder verhindert, dass es flieht. Oder senkt zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass es flieht. Macht es aber schwerer zu fangen. Und der Stein erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es flieht. Macht es aber einfacher zu fangen. Also, ja. Ich bleib einfach bei normal. Morlord ist auch ein X. Komme ich da niemals drüber. Ah, da wäre Glibunkel. Ich will aber nicht drin bleiben. Glibunkel ist so ein cooles Pokémon. Obwohl es sehr viele Schwächen hat. Psycho, Boden. Flug. Vielleicht war es das schon. Hat es noch mehr Schwächen? Ich weiß es nicht. Fällt gerade nichts ein. Parasect. Okay. Haben wir aber nicht über die Berngläser gesehen. Ich bin kein Freund der Safari-Zone. Ich bin ganz froh, dass es die nicht mehr gibt in neueren Spielen. Okay. Dann haben wir jetzt 3 Pokémon. Brauchen noch 2. Ich fange lieber 6, weil ich nicht weiß, ob wir vielleicht doch mehr als 5 brauchen. Oh, das war gar nichts. Ja, super. Ich laufe immer wieder in die ekelhafte Matsche rein. Man sieht ja eigentlich, wo man hintreten darf und wo nicht. Aber ich mach's trotzdem falsch. Na gut, Safari-Ball, dann haben wir Nummer 4. Oder auch nicht. Wieso ist denn Glibunkel so schwer zu fangen? Ist es gar nicht. Ja, es kriegt natürlich einen Spitznamen und zwar X. Arme.
Naja. Kangama. Das werden wir eh nicht fangen können, aber ist egal. Versuchen werde ich's. Ich wollte schon sagen, das kann ja nicht sein, dass das fast drin bleibt. Ja, und da haut es auch schon ab. Aber gut, ich habe es ja auch nicht geschafft, Owei zu fangen. Also, das sollte ich wahrscheinlich gar nicht sagen. Parasek, ja, ich fange das jetzt einfach, auch wenn wir das schon haben. Ich versuch's zumindest zu fangen, meine ich natürlich. Was nicht so einfach ist. Aber es haut auch nicht ab. Ach komm schon. Bist du nervig? Dann werfe ich jetzt doch mal ein bisschen Erde auf dich. Unglaublich. Wenn ich jetzt erfahre, bleibt es vorbei. Wie sicher dazu wird es auch kommen? Ah, das gibt's doch nicht. Ich werde nicht fliehen, Parasite. Entweder du fliehst oder du wirst gefangen, weil ich habe keine Bälle mehr. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Aber ich sehe schon, du legst es drauf an. Wahrscheinlich wäre ich glaube, wenn ich fliehen würde. Aber ich will nicht. Zwei Gründe. Aber es wäre schlauer. Bleibst du jetzt drin? Nö. Aber es lässt sich auch bewerfen und haut nicht ab, das ist ja seltsam. Naja. Ja, also die Challenge haben wir jetzt auf jeden Fall verloren mit den 5 Pokémon. Denn, ich hab gar nicht mehr genug Bälle. Schade. So, entweder wir fangen es jetzt noch oder nicht. Nein. Okay, ja, Parasek hat uns hier besiegt. Das war nicht so erfolgreich. Ja, Leute, dann würde ich sagen, hole ich das nach. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn... Ja, ich weiß gar nicht, was dann passieren wird. Wahrscheinlich gehen wir in die Arena. Das ist der Plan. Okay, ich muss hier eben kurz aufräumen. Mit dem Parasek hätten wir es geschafft. Schade. Naja, ich lasse die jetzt alle frei. Die gehören hier nicht hin. Haben auch alle kein Item, schade. Da hätte ich auch nicht behalten dürfen, das wäre ja auch irgendwie widersinnig mit den Regeln dann. So, haben wir noch den Friedhof anschauen. Naja, ich bin froh, dass hier seit langem keine... Was, das ist seit langem... Ich meine, Metatus ist erst vor 3 Parts gestorben, aber ist egal. Ja, ich sag gar nichts mehr. Leute, bis dahin, nur das Beste.